Keine toten Leute, Cassandra. War das eine Frage? Sollte ich sie denn mögen? Jene in der dunklen Stadt. Eingehüllt in Kleider, die nach Sonnenblumen duften. Ihr habt den Gesang gehasst. Ah, die große Nekropole. Ja, ich habe den Sinn nie verstanden. Vielleicht mögen tote Leute den Gesang. Daran will ich gar nicht denken. Bitte kommt den Hallern nicht zu nahe. Sie sind... Fremde nicht gewohnt. Ich werde sie nicht stören. Keine Sorge. Maseranas, ihr seid erstaunlich freundlich für einen Fremden. Darf ich fragen, ob ihr auf eurer Reise hierher eine goldene Halla gesehen habt? Ich habe Angst, Menschensoldaten könnten sie töten. Würde sie doch nur näher kommen. Ich könnte ihr Vertrauen gewinnen. Sie beschützen. Ich habe von einer goldenen Halla gehört. Ihr nennt sie Hanal Gilan, die Wegfinderin. Legende? Ich bin beeindruckt. Ja, einige von uns glauben, dass sie dem Volk in Zeiten großer Not beisteht. Warum sollten Soldaten eure Halla jagen? Es heißt, Felle und Hörner würden auf den Märkten der Schems mit Gold aufgewogen. Was, wenn sie selbst aus Gold wären? Dann lebt wohl. In Zeiten wie diesen ist es nicht klug, ungebeten vor das Volk zu treten. Vor allem hier, wo wir der Zerstörung unserer Heimat durch Menschenhand gedenken. Meine Geduld ist begrenzt nach allem, was war. Vielleicht solltet ihr uns verlassen. Was ist eurem Plan widerfahren? Der Krieg mit Orléans hat unser Vorankommen durch das Dirth erschwert. Die Armeen lösen Felsstürze aus. Sie heben Gräben aus, die Halla strauchen lassen und die Aravelle zerstören. Es gibt kein Durchkommen. Ausgerechnet jetzt widersetzt sich Dave, mein Erster, meinen Wünschen und führt eine Expedition zu den Smaragdgräbern an. Und jetzt ist mir auch noch zu Ohren gekommen, dass es in Var Belanaris von wütenden Geistern aus dem Jenseits wimmelt. Das Problem könnte ich für euch aus der Welt schaffen. Wenn ihr das tätet, wären mein Clan und ich euch sehr dankbar. Und achtet auf die Ruhestätten unserer Toten. Var Belanaris ist heiliger Boden. Warum nennen die Elfen diesen Ort das Dirth? Als sich das Volk an diesem Ort niederließ, nannten wir ihn Dirth Havaran. Das Versprechen, weil uns die Dales versprochen waren, von Andraste. Für uns ist er immer noch das Dirth. Obwohl ihm die Schemlen einen Namen gaben, der unserer Vernichtung gedenkt. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid also dieser Herold Andrastes. Ich habe so viel über euch und eure Inquisition gehört. Es gibt viel Gerede, sogar unter den Delisch. Ah, Gerede? Was genau sagen die Leute? Nun... Die Clans fragen sich, was das für uns bedeuten könnte. Also die Dalish. Aber egal, was die Leute sagen. Außer eurer Inquisition versucht niemand, der Welt zu helfen. Ich wünschte, ich könnte ein Teil von ihr sein. Ihr wollt euch der Inquisition anschließen? Das wird nicht passieren. Hüter Horn wird es nicht zulassen. Er traut niemandem, der mit der Kirche oder Andraste zu tun hat. Ich könnte versuchen, euren Hüter zu überzeugen. Versuchen könnt ihr es. Ich muss mich jetzt verabschieden. Okay.
Ich grüße euch, Fremder. Seid ihr ein Händler oder so? Ich bin Taniel, der Handwerker des Clans. Leder und Eisenborke, das sind meine Spezialitäten. Allerdings hat Hüter Horn den Handel mit Fremden verboten, denen wir nicht vertrauen. Nast Valorin, wo bist du? Wer ist Valorin? Mein Bruder. Er war in letzter Zeit recht mürrisch, weil der Hüter ihn nicht zu seinem Schüler ernannt hat. Er fühlte sich zurückgesetzt, aber das ist Unsinn. Er ist einfach noch nicht so weit. Hüter Horn will, dass er noch wartet. Dann ist er weggelaufen, vor 3 Nächten, ganz allein. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Der Hüter hat Jäger entsandt, um ihn zu suchen, aber sie haben nichts gefunden. Bei Mythals Gnade, wenn ihm etwas zugestoßen ist. Elganan, wir haben kaum noch Vorräte. Ihr seht besorgt aus. Mir fehlt nichts, aber unsere Vorräte. Angesichts des Schelmkrieges und der Dämonen wird es immer schwieriger, sie aufzufüllen. Wir haben fast keine Kräuter mehr. Und für die Reparatur der Aravelle mangelt es uns an Material. Ich verliere langsam den Überblick. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Steht alles in meinem Hauptbuch. Wenn das so weitergeht, brechen wir nie auf. Willkommen zurück, mein Freund. Herold, ihr seid zurück. Einer eurer Männer möchte sich der Inquisition anschließen. Ich möchte auch so manches. Ich werde nicht zulassen, dass Uranil mit euch geht. Nicht solange ich über eure Absichten im Unklaren bin. Bis zum nächsten Mal. Das erinnert mich an Nevara. Wir sollten die Toten nicht stören. Wer weiß, was sonst passiert.
Herold, ihr seid zurück. Ich habe die Dämonen auf eurem heiligen Boden vernichtet. Ihr wart erfolgreich? Damit habt ihr einen alten Mann von einer schweren Last befreit. Danke. Ihr habt uns einen großen Gefallen getan. Klinge kratzt Arme. Flüstern eines lachenden Geistes. Denen zeige ich's. Sie sollen sehen, wie stark ich sein kann. Hat er versucht, einen Dämon zu beschwören? Wenn ich euch sonst noch irgendwie helfen kann? In die Steine an diesem Ort wurden seltsame Glyphen graviert, die nur mit Schleierfeuer sichtbar gemacht werden können. Obwohl sie elfischen Ursprung sind, verstehe ich ihren Zweck nicht. Vielleicht sagen sie euch ja etwas. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück, mein Freund. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Anethara, Herold. Ich muss mich jetzt verabschieden. Unser Lager scheint euch zu faszinieren. Bitte, falls ihr meinen Bruder dort draußen seht, sagt ihm, er soll ins Lager zurückkehren. Es tut mir leid, aber ich habe euren Bruder gefunden. Wieso? Wieso tut euch das leid?
Wo ist er? Nein, ist er etwa... Ich habe hier seine Habseligkeiten. Ist das alles, was übrig ist? Habt ihr sonst nichts herausgefunden? Er war sehr tapfer und wollte eine Reliquie der Dänischen zurückholen. Ich weiß. Ich wusste immer, dass er tapfer und klug ist. Er hätte mir nichts beweisen müssen. Der Clan liebt ihn. Horn liebt ihn. Ich wünschte, das wäre ihm klar gewesen. Danke, dass ihr mich informiert habt. Das ist besser, als im Unklaren zu sein. Ich habe diesen Talisman gefunden. Danach hat euer Bruder gesucht, denke ich. Ihr solltet ihn an euch nehmen. Lindiranes Talisman. Er existiert? Ihr Schwert, Evanura, wurde von Chems gestohlen. Aber in der Geschichte wurde ihr Talisman gerettet und versteckt. Das bedeutet unserem Volk sehr viel. Ich danke euch. Ich mag es, wenn wir anderen helfen. Willkommen zurück, mein Freund. Ihr habt euch als Verbündeter der Dänisch erwiesen, mein Freund. Falls sich Loranil euch immer noch anschließen will, hat er meinen Segen. Mögen eure Götter über euch wachen, mein Freund. Unglaublich. Ihr habt den Hüter überzeugt. Er sagte, ich kann mich eurer Inquisition anschließen, wenn ich will. Hüter Horn hat euch erlaubt, euch der Inquisition anzuschließen? Das hat er. Ich werde mich in eurem Lager südlich von hier melden, wenn es recht ist. Nur zu, mein Sohn. War jemand. Und ist nie gegangen. Hier ist größer, als ihr denkt. Gehen wir durch das Tor? Woraus besteht das eigentlich? Seltsam, dass ich das verstehe. Die Geheimnisse dieses Tempels waren zu lange unausgesprochen. Sie wollen gehört werden. Es ist, als würde der Altar aufwachen.
weil die mit ihm verbundene Kreatur lebt. Er ist nur ein Teil des Ganzen. Einer der Forscher aus dem Lager. Wo sind die anderen?
mich! Zu einem der Gänge hinter dem Ritualbereich vielleicht. Hierher gelangt man mit dem Schlüssel also. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Thank you.
das Herz dieses Ortes. Die Stätte all der alten Rituale und Gebete. Ich rate zur Vorsicht. Wir wissen nicht, wohin uns dieses alte Ritual führt. Anhängern in Stille und Verzweiflung eingesperrt. Ein trauriges Los. Könnte nützlich sein. Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Korypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Diese Aussicht erinnert mich an Kirkwall. Von meinem Balkon konnte man die ganze Stadt überblicken. Anfangs war ich begeistert, doch irgendwann sah ich nur noch die Leute, die von mir abhängig waren. Seid froh, dass es nur eine Stadt war. Bei mir ist es halb Cedars. Ihr tut, was ihr könnt, um sie zu beschützen. Wird das Ganze irgendwann leichter? Ich fürchte, nein. Ich neide euch nichts, Inquisitor. Aber vielleicht kann ich euch helfen. Varric sagt, ihr hattet schon mit Korypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Wenn das mit den Wächtern passiert ist, können wir sie dann befreien? Vielleicht. Aber erst müssen wir mehr wissen. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Korypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald.
Im Moment folge ich jeder Spur, die wir haben. Gut, ich werde euch nach Kräften helfen. Korypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor? Es heißt, ihr hättet Familie und Freunde in Kirkwall. Wo sind sie jetzt? Als alle Wächter begannen, sich seltsam zu verhalten, bat ich meine Freundin Aveline, meinen Bruder aus den freien Marschen wegzubringen. Meryl hilft Elfenflüchtlingen, die durch den Krieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Das wollte ich ihr nicht nehmen. Meryl hat lange genug an meiner Seite um ihr Leben gekämpft. Ich nehme an, Varric hat euch über die Inquisition ins Bild gesetzt. Was hat er über mich gesagt? Nur Gutes, das versichere ich euch. Ich war wirklich überrascht. Varric ist an sich kein großer Freund der Religion. Aber von der Inquisition hält er sehr viel. Die macht die Sauerei des Blondschopfs weg. Ich denke, das waren seine genauen Worte. Ihr habt gesagt, ihr dachtet, ihr hättet Korypheus getötet. Die grauen Wächter hatten ihn eingesperrt. Sie benutzten das Blut meines Vaters für ein Ritual, um ihn in seiner Zelle zu halten. Doch er konnte noch immer ihre Gedanken manipulieren und hetzte sie auf mich. Und ich dachte nicht nur, ich hätte ihn getötet. Als der Kampf vorbei war, lag er tot vor mir auf dem Boden. Vielleicht brachte ihn seine Verbindung zur Verderbnis zurück oder seine alte Magie aus Tevinter. Jedenfalls war er tot, das schwöre ich. Wohin seid ihr nach der Rebellion der Magier gegangen? Es hieß damals, die Kirche könnte versuchen, die Rebellion mit einem erhabenen Marsch auf Kirkwall niederzuschlagen. Ich hatte gehofft, wenn ich gehe, würde ich Leben retten und die Göttliche zwingen, ihre Truppen aufzuteilen, um mich zu jagen. Aber das hätte ich mir ebenso gut sparen können. Wenig später rebellierten alle Zirkel und der erhabene Marsch fand nie statt. Ich wüsste gern mehr über Anders. Wie war er? Ich weiß nicht, ob es je nur einen Anders gab. Er war verrückt. Am Ende war nichts mehr in ihm, außer dieser kranke Drang, einen Krieg zu entfesseln, den niemand gewinnen konnte. Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns in Kammwald. Ihr habt immer gewusst, wo Hawk war. Da habt ihr verdammt recht. Ihr verlogenes kleines Aas. Ihr habt mich entführt. Ihr habt mich verhört. Was hattet ihr denn erwartet? Ich hatte erwartet, dass ihr die Wahrheit sagt. Ich hatte euch gesagt, was auf dem Spiel stand. Ich hätte ihn also allein auf euer Wort hin ausliefern sollen? Alles in Ordnung, Hawk. Diese Fanatikerin ist nicht wahnsinnig, versprochen. Ah! Seht sie euch nur an. Sie ist verrückt. Schluss damit. Ihr habt beide euren Standpunkt klar gemacht. Wir brauchten jemanden, der die Inquisition anführt. Als erstes haben Liliana und ich nach dem Helden von Ferelden gesucht, aber er war verschwunden. Dann suchten wir nach Hawk, aber auch er war fort. Wir dachten, das alles hinge zusammen, aber nein. Ihr wart dafür verantwortlich. Ihr habt ihn vor uns versteckt. Die Inquisition hat doch einen Anführer. Hawk wäre beim Konklave gewesen, wenn irgendjemand ihre Heiligkeit hätte retten können. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Also muss ich einfach akzeptieren, dass... Was? Dass der Erbauer wollte, dass all das geschieht? Dass er... Varric ist ein Lügner, Inquisitor. Eine Schlange. Selbst nach dem Konklave, als wir Hawk am dringendsten brauchten, hat Varric uns seinen Aufenthaltsort verschwiegen. Aber jetzt ist er da. Wir stehen auf derselben Seite. Wir alle wissen, auf welcher Seite ihr steht, Varric. Und es wird nie die der Inquisition sein. Ihm jetzt Vorwürfe zu machen, hilft uns nicht weiter, Cassandra. Ganz genau. Und ihr haltet besser nichts mehr vor uns geheim. Ich verstehe. Er hat Hawk zu uns gebracht. Ein wenig spät vielleicht, aber jetzt ist er da. Genau wie ihr. Wisst ihr, was ich denke? Wäre Hawk im Tempel gewesen, dann wäre er jetzt ebenfalls tot.
Ihr und euresgleichen habt ihm schon genug angetan. Ich habe ihm geglaubt. Er hat mir irgendeine Geschichte erzählt und ich habe sie geschluckt. Hätte ich ihm nur erklärt, was auf dem Spiel stand, es ihm begreiflich gemacht. Aber das habe ich nicht, oder? Ich habe ihm nicht erklärt, warum wir Hawk brauchten. Ich bin solch eine Närrin. Nehmt es nicht so schwer. Ich mag euch immer noch. Ich meine es ernst. Denkt ihr, ich nicht? Ihr sollt wissen, dass ich nichts bedauere. Hätten wir Hawk oder den Held von Ferelden gefunden, wäre der Erbauer vielleicht nicht gezwungen gewesen, euch zu uns zu schicken. Aber er hat es getan. Ich weiß nicht, wie das alles enden wird. Aber ich würde es nicht anders wollen. Das war ein wenig hitzig. Geht es euch gut? Tja, kommt drauf an. Wie wütend ist Cassandra? Ich habe nicht versucht, irgendetwas zu verheimlichen. Ich habe der Inquisition alles erzählt, was mir zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig erschien. Ich weiß, Varric. Sonst hättet ihr niemals euren Mund gehalten. Ich hoffe immer noch, nichts von all dem ist real. Vielleicht ist das ja alles irgendeine Scheiße aus dem Nichts, die irgendwann einfach verschwindet. Ich weiß, ich muss mich bessern. Tut mir leid. Korypheus ist zurück. Tja, scheiße. Wenn ihr und Hawk ihn einmal besiegt habt, können wir es wieder tun. Wir haben nicht nur gedacht, Korypheus wäre tot. Er war tot. Kein Puls, keine Atmung, übersät mit Stichwunden. Da war jeder Zweifel ausgeschlossen. Die Frage ist nur, ich dachte, die Wächter hätten Korypheus eingesperrt, um ihn zu benutzen. Aber was, wenn sie es taten, weil er unsterblich ist? Es muss einen Weg geben, Korypheus zu besiegen. Und wir werden ihn finden, keine Sorge. Ich hoffe, ihr habt recht. Oh, Erbauer, was habe ich nur angerichtet? Damit hattet ihr nichts zu tun, Varric. Ich weiß, der Hawk zu Korypheus geführt hat. Hätte ich die Karte nicht zu dieser Ruine zurückverfolgt. Aber ihr habt Wichtigeres zu tun, als euch meine Sorgen anzuhören. Sagt einfach Bescheid, wenn ich etwas erschießen soll. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Hawk und der Wächter dürften dort drin sein. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich selbst bin auch gerade erst angekommen. Mein Kontaktmann von den Wächtern müsste im hinteren Teil der Höhle sein. Eine Gruppe von Wächtern hat in der Nähe von Kamwald eine Dorfbewohnerin vor wandelnden Leichnamen beschützt. Sie waren vermutlich auf der Jagd nach meinem Freund. Ein Glück, dass sie nicht auch hier drin nach jemandem gesucht haben, dem sie helfen können. Sie mögen gute Männer sein, aber sie folgen schlechten Befehlen. Wir sind's nur. Ich habe den Inquisitor mitgebracht. Mein Name ist Stroud. Zu euren Diensten, Inquisitor. Ich nehme jede Hilfe an, die ich bekommen kann.
Ich weiß, die Wächter haben ihre eigenen Probleme. Was ich mich allerdings frage ist, könnten diese Probleme vielleicht irgendetwas mit Corypheus zu tun haben? Ich fürchte schon. Als mein Freund Hawk Corypheus erschlagen hat, war Weißhaupt froh, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber ein Erzdämon kann Wunden überleben, die tödlich erscheinen. Und ich befürchtete, Corypheus könnte dieselbe Macht besitzen. Meine Nachforschungen brachten Hinweise ans Licht, aber nichts Konkretes. Und nicht viel später begann jeder Wächter in Orlais den Ruf zu hören. Beim Erbauer, warum habt ihr mir das nicht erzählt? Es war eine Angelegenheit der Grauen Wächter. Ich war durch meinen Eid zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ihr denkt, Corypheus nutzt diesen Ruf, um die Grauen Wächter zu kontrollieren? Nicht direkt, euer Gnaden. Der Ruf warnt einen Grauen Wächter, dass sich seine Zeit auf dieser Welt dem Ende zuneigt. Und jetzt hört ihn jeder graue Wächter in Orlais? Sie denken, sie müssten sterben? Ja, und vermutlich ist Corypheus der Grund dafür. Wenn die Wächter fallen, wer stellt sich dann der nächsten Verderbnis entgegen? Das ist unsere größte Angst. Also kontrolliert Corypheus sie nicht. Er täuscht sie mit diesem Ruf und sie fallen darauf herein. Ist der Ruf, den Sie hören, real? Oder ahmt Corypheus ihn irgendwie nach? Ich weiß es nicht. Selbst als leitender Wächter hatte ich über Corypheus nicht viel mehr als vages Geflüster gehört. Die Wächter glauben, dass dieser Ruf real ist und werden entsprechend handeln. Das ist alles, was wir mit Gewissheit sagen können. Ihr sagtet, sämtliche Wächter würden den Ruf hören. Schließt das euch mit ein? Ebenso wie euch, Blackwall? Bedauerlicherweise ja. Er lauert wie ein Wolf in den Schatten, die ein Lagerfeuer umgeben. Die Kreatur, die diese Musik erschafft, hat die Liebe des Erbauers nie kennengelernt. Aber manchmal kann ich sie beinahe verstehen. Wir müssen herausfinden, was Corypheus getan hat und dem ein Ende setzen. Das darf so nicht weitergehen. Ich fürchte den Ruf nicht, und sich Gedanken über ihn zu machen, verleiht ihm nur Macht. Was auch immer Corypheus tut, stärkt nur meine Entschlossenheit. Wie schafft Corypheus es, dass all diese Wächter den Ruf hören? Das kann ich euch nicht beantworten. Wir wissen nur wenig über ihn, abgesehen davon, dass er gefährlich ist. Er ist ein Magister und gehört zur dunklen Brut. Und er spricht mit der Stimme der Verderbnis. Dies gestattet es ihm, den Verstand der Wächter zu beeinflussen, da auch wir mit der Verderbnis verbunden sind. So muss er diesen falschen Ruf hervorgebracht haben. Die Wächter führen also einen letzten verzweifelten Angriff gegen die dunkle Brut. Wir sind die Einzigen, die einen Erzdämon töten können. Ohne uns wird die nächste Verderbnis die ganze Welt verschlingen. Kommandantin Clarell sprach von einem Blutmagie-Ritual, mit dem wir zukünftige Verderbnisse verhindern könnten, bevor wir untergehen. Als ich diesen Plan als Wahnsinn bezeichnete, wendeten sich meine eigenen Kameraden gegen mich. Die Grauen Wächter versammeln sich hier, in den Westgraten. Es ist ein alter Ritualturm Tevinters. Trefft euch dort mit mir, dann werden wir unsere Antworten erhalten. Lasst uns gehen. Wir sollten so schnell es geht zum Ritualturm in den Westgraten aufbrechen, euer Gnaden. Clarell ist die Kommandantin der Wächter, richtig? Wie ist sie so? Sie war einmal eine gute Wächterin. Sie gehörte zu jenen, die von König Kaelin vor der Verderbnis um Hilfe gebeten wurden. Sie hat immer bereut, damals nicht geholfen zu haben. Als der Ruf kam, hörte Clarell nicht mehr auf den Rest von uns. Nur Magie kann dieses Problem lösen, hat sie gesagt. Denkt ihr, Corypheus benutzt den Ruf, um sie zu kontrollieren? Das ist schwer zu sagen. Auch ich habe das Flüstern des Rufs gehört. Aber nur als Geräusch, nicht als Worte. Und ganz sicher nicht als Befehle. So oder so, die Schuld liegt bei ihr. Sie ist die Kommandantin der Wächter. Sie sollte niemandem gehorchen außer Weißhaupt. Wie ist es, ein Wächter zu sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist lange her, dass ich etwas anderes war. Es wird zu eurem Lebensinhalt. Ihr spürt die dunkle Brut auf, vernichtet sie und sorgt dafür, dass niemand je erfährt, wie nah sie ist.
Orypheus war in einem Gefängnis der Wächter, richtig? Ihr müsst doch irgendetwas über ihn wissen. Ich weiß nur wenig. Und das auch nur wegen meines relativ hohen Rangs. Die meisten Wächter haben nie von ihm gehört. Als ich andeutete, Orypheus könnte etwas mit dem Ruf zu tun haben, wandten sich die Magier der Wächter gegen mich. Ich habe einige dieser Wächter selbst ausgebildet. Wüsste ich mehr über Orypheus, würde ich es euch sagen, euer Gnaden. Wir unterhalten uns später. Ich habe gehört, was er gesagt hat. Hoffentlich finden wir in den Westgarten ein paar Antworten. Auch wenn ich fürchte, sie werden uns nicht gefallen. Ich habe schon zu viel Blutmagie gesehen, um dem, wohin sie einen führt, zu vertrauen. Lasst uns gehen. Inquisitor, willkommen in den Westgraten. Wir haben südwestlich von hier Wächter gesichtet, wissen bis jetzt aber nicht genau, was sie dort treiben. Angesichts der Sandstürme und wilden Tiere haben wir noch nicht viel von der Gegend hier erkundet. Einer meiner Männer ist auf eine heiße Quelle gestoßen und hat allen Ernstes behauptet, über ihm wäre ein hoher Drache gekreist. Kurz, das hier könnte der schlimmste Ort auf Erden sein. Seid also vorsichtig da draußen. Macht ihr euch etwa Sorgen um mich? Irgendjemand muss es schließlich tun. Versucht nicht zu sterben. Ich will die Himmelsfeste nicht über euren Tod informieren müssen. Wir haben einen Boten der Venatori abgefangen und überredet, uns die Befehle zu überlassen, die er bei sich hatte. Wir haben sie hier. Die ganze Gegend hier. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Seid vorsichtig. Was machen die hier überhaupt? Das ist übel. Noch mehr Karren und Leichen. Das ist nicht gut. Zu Händen Frederik von Serrault. Wer in Andrastes Namen würde sich in diese Wüste wagen? Außer uns natürlich. Was ist hier passiert?
Hier draußen sollte außer grauen Wächtern niemand sein. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Symbol. Hier draußen. Seltsam. Gestorben. It is difficult to bear what happened here. You walked out of the Fade, and our soldiers found you. The only one who escaped a blast that killed thousands. And you have no idea how you survived? At this moment, you are the only threat I see. The world is tearing itself apart, but they say I can stop this. We call it the Breach. It grows larger with each passing hour. Unless we act, it will swallow the world. Might want to watch yourself. Raining demons out here. We will close the breach.
We will find those responsible and we will restore order. Whatever we were before, we are now the Inquisition.